So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Und zwar Adventure of the Forgotten Realms Collector Booster. Ich bin so meine Zeit durchgegangen, meine kompletten Timelines, meine Booster in letzter Zeit. Mir ist aufgefallen, ich habe gar keinen Collector Booster davon aufgemacht. Letztes Jahr. Irgendwann. Und deswegen dachte ich, hole ich das mal nach. Deswegen habe ich jetzt eins mir geholt, einen Collector Booster, und gucke mir das mal an. Ich war damals ja ein richtiger Hater von diesem Set. Mittlerweile muss ich sagen, oh, ja, das Set ist mir halt egal geworden, aber gut. Immer noch besser als alles andere. Genie Windseer ist unsere erste Karte. 4 Mana 3-3, wenn sie ins Spiel kommt, werfen wir mit einem D20. 1 bis 9, Scry 1. 10 bis 19, Scry 2. 20, Scry 3. Completed Duel. 2 Mana Sorcery, eine Kreatur, kriegt plus 3, plus 3 und muss geblockt werden in dem Zug. Nice. Schönes Foiling. Petrocious Drop. 3 Mana, wir verzaubern eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur kriegt minus 2, minus 2. Wenn wir einen Dungeon fertig haben, minus 5, minus 5. Und wir venturen durch einen Dungeon. Sehr, sehr coole Karte. Habe ich damals in diesem Preview-Event, hieß es, glaube ich, gespielt. Damals, als ich mal eine Runde mitspielen durfte bei Wizards. Das war cool. You find a cursed idol. 2 Mana Sorcery. Entweder smashen wir es, also wir zerstören ein Artefakt. Wir lift the curse, also wir nehmen die Verzauberung davon runter. Oder we steal its eyes, wir kriegen einen Treasure und venturen im Dungeon weiter. Ja, hier oben ist diese Statue, hier sind wir. Die Idee von diesen You find a curse, was machst du? Ihr trefft eine Statue, ihr findet ein Ding, finde ich ganz cool. Okay, you see a pair of goblins, 3 Mana. Charge them, Kreaturen, die man kontrolliert, kriegen plus 2 plus 0. Oder befriend them, wir kriegen 2-1-1 Goblins. Für 3 Mana, nicht so geil. Dann haben wir You happen on a glad. 3 Mana instant. Entweder, also wir treffen auf eine Lichtung. Entweder machen wir Journey on, also wir reisen weiter. Wir durchsuchen unser Deck nach 2 Standardländern, nehmen einen davon auf die Hand, beide davon auf die Hand und shuffeln. Oder wir machen ein Lager und bringen eine Permanenz zum Friedhof zurück auf die Hand. Ich finde es ganz cool, dass hier immer und überall so ein bisschen so diese Lizard Boy und so ein paar von den Adventurern drauf sind. Und es sind immer wieder dieselben Adventurer, was ich sehr, sehr cool finde, was mir damals überhaupt nicht aufgefallen ist. Dann im Forest, ich finde es immer noch gruselig mit diesem Text. Jeder, der davon spielt, Schande über euch. Cave of the Frost Dragon. Wenn ihr zwei oder mehr weniger andere Kreaturen kontrolliert, wenn ihr ins Spielfeld kommt, kommt der sonst halt getappt ins Spiel. Also ihr müsst den als zweites Land spielen. Und tappen für ein weißes und 5 Mana, wer kriegt zum 3-4 fliegenden Kreatur immer noch ein Land. Sehr, sehr cooles Land. Aber leider nichts für Defend Texas. Dann haben wir einen Dragonborn Champion. 4 Mana, 5-3 Trampel, wenn eine Source, also eine Quelle, 5 Schaden irgendwo zufügt einem Spieler, ziehen wir eine Karte. Loyal Warhound, 2 Mana, 3-1 Wachsamkeit. Wenn ein Spielfeld kommt, wenn ein Gegner mehr Länder als er kontrolliert, kriegt ihr ein Basic Land getapptes Spiel. Oh mein Gott, das ist ein Doggo, der ist so süß und der ist loyal. Dann haben wir Genie Windseer. 4 Mana 3-3 fliegend. Wenn er ins Spiel kommt, wirfen wir einen W20. 1 bis 9, Scry 1. 10 bis 19, Scry 2, Scry 3. Das ist dieselbe Tosi wie hier. Okay. Dann haben wir ein Underdark Basilisk. 2 Mana 1, 2 Death Touch. Okay. Und einen Orchid Jelly. Ein grünes Mana und X. Trampel kommt mit X plus 1 plus 1 Marken gespielt, ist eine 0-0-Kreatur und Split. Wenn er stirbt, wenn er 2 oder mehr Marken drauf hat, kreieren wir Tokens, zumindest nächsten Endsteps, die diese halben, diese plus 1 plus 1 Marken haben. Das, also der splittet sich halt immer weiter, der Jelly. Okay. Gnollhunter, ein Feuer, das Feuerling sieht man, ja doch, so ein bisschen. 2 Mana 2-2, wenn er angreift und wir haben Pack Tactics, also 6 oder mehr Stärke, die angreifen, kriegt er eine Besonders 1 Marke. Dann haben wir eine Varys Silvermoon Ranger, 3 Mana 3-3 mit Reach und Ward 1. Und immer wenn eine Kreatur oder Planeswalker im Dungeon ventured, immer wenn wir einen Planeswalker oder eine Kreatur spielen, adventuren wir im Dungeon, so ist es, und es wird nur einmal pro Runde gemacht. Und immer wenn wir einen Dungeon completen, kriegen wir einen 2-2 Wolf. Ah, jetzt hab ich's draus. Und einen Treasure, beziehungsweise einen Fairy Dragon. Ja, selbst die Collector Booster sind enttäuschend. Traurig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexate. Ciao, ciao.